Hallo ihr Hübschen, jetzt ist wieder die 365 Questen Channel 2018, Ende Mai, der Mai ist gekommen und wieder vorbei. Meine Fragen habe ich hier für den ganzen, für das ganze Jahr, aber jetzt habe ich erstmal Mai. So, erste Frage, wer war heute nett zu dir? Mein Schatzi oder ich? Zweite, mit wem hast du zuletzt gesprochen? Mit meinem Schatzi. Drittens, was lässt dich lebendig fühlen? Musik und die Sonne, aber leichter Sonnenbrand habe ich schon ein bisschen, ne? Auf jeden Fall sind meine Ohren ganz rot. Uah! Viertens, den Laden, den ich am häufigsten besuche, ist... ja, welcher ist es denn? Entweder der Bioladen oder der CD-Laden? Irgendein CD-Laden vielleicht? Sonst bin ich eigentlich selten einkaufen. Fünftens, wie hast du dich heute entspannt? In der Badewanne, ja! Sechstens, beschreibe dein Lieblingsschuhpaar, welches du gerade besitzt. Das hatte ich letztens mal gezeigt in einem Video. Und das habe ich immer noch, Leute. Das ist zwar schon kaputt, aber das ist halt, eigentlich ist es so ein Winterschuhpaar, das ich auch in der Sommerzeit trage. Tut mir auch leid, andere Leute gucken schon. Aber so bin ich halt schon seit ein paar Jahren. Ansonsten gehe ich barfuß, wenn es mal richtig heiß wird, ne? Siebtens. Welche Regel hatte den meisten Einfluss auf den Tag heute? Was für eine Regel? Vielleicht die Menstruation? Ja, ich habe doch hier gerade keine Regeln. Achtens, wie viel Schuhpaar besitzt du? Keine Ahnung. Ich habe sehr viele weggeschmissen, wo ich dann Schimmel, Weißschimmel und Schwarzschimmel habe. Aber irgendwie sind wieder dazu, also es sind wieder welche dazugekommen. Und ich denke, das sind so vielleicht 50. Ja, tut mir auch leid. Neuntens, was verlor ich denn? Die Zeit vielleicht. Zehntens. Ich wünschte, Punkt, Punkt, Punkt wäre nie erfunden. Das ist schwierig, Leute. Kann ich nicht zu sagen. Also ist doch alles gut, was alles erfunden worden ist. Aber vielleicht hätte ich mir vielleicht keinen Staubsauger, ein Staubsauger wäre, also eigentlich ist das ja gut, ein Staubsauger, aber wenn ich einen Staubsauger habe, davon noch gleich drei, ich kann ja nicht aufhören zu saugen, wenn ich den in meiner Hand habe, deswegen vielleicht hätte man den vielleicht weglassen sollen. Elftens, was ist das Teuerste, das du besitzt, was du tragen kannst? Keine Ahnung, Leute, ich habe nichts Teures. Was ist denn bei euch teuer? Naja, ist ja auch egal. Zwölftens, wie viel Geld ist in deinem Geldbeutel gerade? Da ist Papier drin, aber ob das Geld ist, kann ich nicht sagen. 13. Warum war der heutige Tag einzigartig? Weil ich baden war und es ein schöner Tag war und ich mir wohl alles verbrannt habe zwischendurch, weil ich so viel in der Sonne war. Was hast du heute nicht fertig gemacht? Mein Spülbecken, dass ich die ganze Geschirr weggespült habe. Es steht noch da. 15. Das Wetter war heute genial. Ist es immer noch, Leute. 16. Was war in deinem E-Mail-Postfach heute? Gute Nachrichten. 17. Was wünschst du dir heute gesagt zu haben?
Oh, das sage ich doch die ganze Zeit schon zu meinem Schatzi. Aber was soll ich denn sonst noch sagen? Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich wünsche einen schönen Tag, wie auch immer. 18. Was war die größte Entscheidung, die du heute gefällt hast? Aufzustehen. 19. Worauf wartest du? Auf meinen Mietvertrag und auf meinen Arbeitsvertrag. So. 20. Welche Wahrheit beschreibt dein Tag am besten? Die Sonne. 21. Was ist das Letzte, wofür du dich beruhigt hast? Beruhigt? Ich bin doch ruhig. Warum soll ich nicht ruhig bleiben? Wo soll ich mich beruhigen? Ansonsten gibt es da schönen Tee. Warte mal, welcher Tee war das denn nochmal? Lavendeltee gibt's. Man auch kann auch Lavendel, ätherische Öl als Lavendel auftragen, dann beruhigt es doch. 22. Beschreibe deinen Tag in einem Satz, der aus 6 Wörtern besteht. Ich mag den Tag. Ich mag den Tag sehr. Schön. 23. Was war das Letzte, was dich verletzt hat? Die Sonne, die hat mich verbrannt an ein paar Stellen. So. 24. Hast du deine Zeit heute weise genutzt? Ja, ich habe zu viel gemacht. Ich habe zu viel gemacht. Ich sag euch, ich habe einfach zu viel gemacht. 25. Hattest du letzte Nacht einen Traum? Beschreibe ihn. Ich hatte einen Traum, ja. Der war auch irgendwie ganz kompliziert. Eigentlich bin ich aufgewacht und hatte, ich war im Traum, ja. Da habe ich geträumt von irgendjemandem. Ich glaube, ich habe irgendein Kind gesagt, du darfst erst in die Öffentlichkeit gehen, wenn du 18 oder 21 Jahre alt bist. Dann bin ich wach geworden und habe das meinem Schatzi erzählt und gesagt. Und dann sagte er so, ja, ich war ja schon als Baby in der Öffentlichkeit. Und habe ich gefragt, was hast du denn da gemacht? Irgendwie, glaube ich, hat er gesagt, gutes Gesicht oder eine gute Mime oder so. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ja, also eigentlich steht man ja schon in der Öffentlichkeit, nachdem man aus dem Bauch der Mutter kommt. Weil, warum soll denn das Kind dann nicht entscheiden können, wenn es schon in der Öffentlichkeit stehen möchte oder nicht? Weil die ganze Verwandtschaft, die Nachbarschaft, die Freunde und sonst was, das wird ja nur noch die ganze Zeit beäugelt. Das ist doch die Öffentlichkeit oder nicht? Also für mich heißt das auch, das ist die Öffentlichkeit. Und dann irgendwelche andere Leute, die dann so im Geschäft sogar, also du stehst ja sofort, wenn du aus dem Bauch kommst, bist du in der Öffentlichkeit. Also ich meine, das ist nur so, das ist nur meine Meinung. Das war halt mein Traum und meine Gedanken zu meinem Traum. So, jetzt geht's weiter. 26. Wohin wünschst du dich? Zu meinem Schatzi. So, 27. Was für Musik hast du heute gehört? Schlager, Volksmusik, vielleicht auch David Hasselhoff. Kelly Family. Ah. 28. Woran hattest du heute am meisten Spaß? An dieses Video. 29. Was liebst du am meisten von den Dingen, die du jeden Tag tun musst? Zähne putzen. 30. Welche Hobbys hast du? So viele Leute. Natur. Hundegassi-Runde. Fotografieren. Videos machen, malen, also einfach zu viele. 31. Was war der Tiefpunkt des Tages? Das Aufstehen vielleicht? Damit ich aufstehe, ja. So viel dazu. Das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Wünsche einen schönen Tag und lasst euch nur gut gehen. Ciao. Wo muss ich denn ausmachen hier? Ah, da.